Hallo, endlich dürfen wir wieder eine richtige Mission spielen und nicht so einen Lückenfüller wie die letzten in Sequenz 7. Wir spielen heute die Planänderung. Da müssen wir etwas mehr tun, als irgendwas von A nach B zu bringen. Wir finden die Planänderung in dem Stadtteil The Strand. Und wir bekommen dafür auch eine schöne Herstellungsvorlage, und zwar die purpurne Rache. Ivy und Henry beabsichtigen, die Pläne für die Buckingham-Renovierung von den Templern zu stehlen. Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Ivy Frey. Miss Frey, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Ivy, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Und auf geht es. In dieser Mission können wir hervorragend unsere Attentate vom Seil richtig hoch leveln. Das sind ja die Herausforderungen. Und es gibt auch ein Achievement, da muss man 20 Stück davon machen. Das habe ich hier auch in dieser Mission geschafft und werde ich nachher nochmal reinschneiden. Aber zur Mission, wir räumen erstmal hier oben auf den Dächern alles ab und machen uns anschließend auf den Weg zu Henry. Der wartet hier auf dem Dach und bietet uns seine Dienste an. Dazu müssen wir erstmal mit ihm sprechen. Und der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Dann mal los. So wie mit Henry besprochen, erstmal eine Rauchbombe werfen und dann mit RB Ablenkung. Und ich mache mich ganz schnell auf den Weg hier runter. Weil ich Bock habe, schneide ich nochmal die Glocke hier ab und öffne schnell die Kiste und gehe wieder nach oben. Wenn die Rauchbombe ihre Wirkung verfehlt und ich fast entdeckt werde, schmeiße ich eben noch eine. Wir haben auch eine Aufgabe für 100% synchron. Wir sollen Henrys Ablenkung zweimal benutzen oder nutzen. Ich mache jetzt hier bei den beiden, die völlig überflüssig sind für die Mission, die Aufgabe perfekt, so dass wir unsere 100% synchron auf jeden Fall sicher haben und uns nichts weiter passieren kann. Geh anschließend hier übers Dach herüber und schieß ein Haluzi-Pfeil in die Feuerstelle. Einfach nur, weil es cool ist und die Gegner ein bisschen beschäftigt sind, so dass ich derweil in Ruhe und ungestört
den untersten Eingang direkt an der Truhe benutzen kann. Etwas hakelig in der Steuerung, aber auch das haben wir geschafft. Wir müssen nur aufpassen, denn hier im Haus sind auch noch ein paar rote Templerschergen. Dort oben ist einer. Ich glaube, ich mache Kamikaze. Auf geht's und aufs Maul. Jo, den haben wir ausgeschaltet und... Ja, ich guck noch mal eben oben nach, ob da einer ist. Aber ich glaube, hier war keiner. Davon habe ich mich jetzt überzeugt und ich hole mir die andere Truhe. Dabei werde ich noch mal auf die Dienste von Henry zurückgreifen, aber diesmal ohne Rauchbombe. Dazu muss ich den Seilwerfer hier bei den beiden geradeaus werfen und in der Luft erscheint dann dieses RB für Ablenken und dann kann ich, wenn Henry unterwegs ist und die Luft rein ist, durch das Fenster. Aber hier ist auch gleich eine Scherge, aber die dürfte kein Problem sein. Auch diese geheime Truhe öffnen wir und... Nein, ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Die Pläne sind auch hier nicht drin, also müssen wir noch eine... Ja, wir sollen eigentlich jemanden befragen. Wir haben nämlich eine Questlog-Aktualisierung bekommen. Einen Templer in der Nähe gefangen nehmen, ihn ausquetschen. Diese beiden brauche ich dafür nicht, die sagen mir nichts, deswegen eliminiere ich den auch gleich und den da hinten. Ich bin gerade am Überlegen, soll ich den töten oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, weil der so doof aus der Wäsche guckt, wollte ich ihnen eine reinhauen. Ich laufe hier außen um das Haus oder das gestrichelte gelbe Gebiet herum, denn hier ist auch ein Weg zu dem Park. Da müssen wir nämlich nachher auch lang gehen. Das passt ganz gut und vom Questverlauf her muss man dann nicht so viele unnötige Wege zurücklegen. Deswegen nehme ich mir den hier vor. Der hat auf jeden Fall was zu sagen. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Ihr habt es gesehen, ich bin mit ihm gleich in Richtung Park gegangen, denn da geht es weiter. Wir sollen dieses Gebiet untersuchen, nach Hinweisen, damit wir Henry wiederfinden. Ja, man sieht hier einiges. Diese gelben Lichtsäulen geben immer ein paar Hinweise. Zum Beispiel, wo ist Henry oder sichtbare Fußabdrücke. Das interessiert uns nicht. Wir reden gleich mit dem Kind. Du gehörst zu Claras Kindern. Ja, Mr. Henry, wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das eiert ganz schön rum. So, ab dieser Stelle sollen wir immer den Spuren folgen. Allerdings ist das Missionsscripting nicht so streng. Wir könnten auch die Karte öffnen und die St. Paul Church markieren und direkt mit der Kutsche hinfahren. Auf dem Weg kreuzen sich die Hinweise, also wir würden da nicht so viel verpassen.
passen und könnten schneller die Mission erledigen. Aber der Vollständige halber. Abgedrängt. Die müssen es eilig haben. Wollte ich für diese Mission diesen Hinweisen nachgehen, damit man das nochmal sehen kann, wie es eigentlich gedacht war, wie man hätte es spielen sollen. Und Menschen überfahren sie auch. Ja, mit der Kutsche ist man auf jeden Fall schneller. Öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Als zu Fuß. Zur St. Paul-Kirche würde es jetzt links abgehen. Wir fahren aber geradeaus den Hinweisen. Das muss die Kutsche sein. Da ist sie. Jetzt nur noch Henry finden. Entlang. Jo, gleich hier am Anfang von dem Gebiet gibt es eine Scherge. Die werden wir sofort ausschalten. Auf dem Marktplatz sind eine ganze Menge Leute, die sollen wir befragen. Das mache ich später erst. Ich gehe gleich sofort auf das Dach und werde hier oben den Scharfschützen ausschalten, weil der nervt dann immer, wenn man unten die ganzen Gegner abräumt. Vom hohen Posten aus sieht er einen natürlich sehr gut. Werde meine Haluzi-Pfeile benutzen und dann ja, die Gegner abschießen. Die sind verwirrt und greifen sich gegenseitig an. Das erspart mir eine Menge Arbeit. Die zeitliche Verzögerung hier mit dem Umweg auf dem Dach lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt dürfte man anschließend doch weniger Zeit verbraucht haben. Jo, ich habe keine Haluzi-Pfeile mehr, aber das dürfte ausreichen. Ich mache jetzt nochmal, um die Zeit zu überbrücken, einen Schlenker auf den anderen, auf das andere Gebäude hoch und ja, einen Heuhaufen gibt es hier nicht, aber wir können ja immer ein Seil werfen und ja, dadurch die Höhe verringern und uns ablassen. Das mache ich jetzt auch mal und dann haben wir genug Zeit verbraucht, dass wir hier keine Gegner mehr haben. Die haben sich gegenseitig inzwischen eliminiert. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, und dann fragen wir auch die anderen natürlich. Hier gibt es eine Menge Kanten und Ecken, wo man hängen bleiben kann. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Murderer! Murderer! So, zwei letzte Zeugen müssen wir noch befragen. Einmal die Frau und einen Mann auf dem Friedhof. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturz betrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht, weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Ja, auch auf dem Friedhof haben wir einige Möglichkeiten, unsere Attentate vom Seil heraus zu begehen. Oh, jetzt. Ich bin hängen geblieben. Ah! Daneben, ich wollte die Frau. Naja, jetzt ist die ganz runtergesprungen. Eigentlich wollte ich die Scharfschützen hier fertig machen. Leider bin ich dadurch entdeckt worden. Ich hätte es ja auch ein bisschen dezenter gemacht. Nun gut, jetzt sind wir halt entdeckt worden. Kurz. Sieht nicht so schön aus beim Spielen, aber egal. Ein letzter Templer versteckt sich dort hinten noch.
Den mache ich auch mit Kamikaze einfach drauf los und fertig. Aber man kann das auch mit einem Luftattentat machen. Das zeige ich jetzt hier nochmal, weil ich bei diesem Typ mein Achievement erreicht habe. Beim anderen Gameplay, das wollte ich nochmal hier reinschneiden. So, 20 Attentate von der Seilrutsche aus. 15 Gamerscore-Punkte. Klinge von oben, heißt das Achievement oder die Trophäe? Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Okay, den letzten Passanten haben wir befragt. Wir haben die Pläne gesucht und nicht gefunden. Dabei ist Henry entführt worden und jetzt schlüpfen wir hier durch den Tunnel, um Henry wieder befreien zu können. Der wird hier im Verborgenen von ein paar Templern gefangen genommen. Und wir können endlich unsere Aufgabe für 100% synchron nachgehen, und zwar Wachen mit hängenden Fässern töten, zweimal. Da müssen wir hier ein bisschen vorsichtig agieren. Hier im Tunnel gibt es zwei Gegner, einmal den ich fertig gemacht habe und diesen hier. Und anschließend müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Fässern vorbeilaufen. Unser Adlerauge benutzen am besten. Ich hoffe, er hat keinen Hirnschaden. Er ist Assassine. Dann hatte er eh schon einen Schaden. Ja, cool. Als Assassin hat er eh schon einen Hirnschaden. Okay, einen haben wir getroffen. Drei standen da doof rum. Aber nicht vertragen. Wir haben noch eine Chance, das zu machen. Aber wir müssen erstmal Henry befreien. Und dann befinden wir uns auf der Flucht. Wir wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Evie, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Also wir sollen flüchten. Ich bleib nochmal an der Ecke hängen. Und wir müssen jetzt aufpassen. Am besten gleich nach links und hier mit dem Seilwerfer hoch. Dann lenken wir den wachen Scharfschützen von Henry ab in eine andere Richtung und können gezielter und in Ruhe die Fässer abwerfen. Und schwupps hinterher, schnell hinter Henry, bevor er, naja, noch mehr Schaden nimmt. Das Gebiet ist voller Templer und wir müssen hier Henry beschützen. Es gibt auch Schützen auf dem Dach. Wir werden auch davor gewarnt. Aber ich habe mal versucht, die auszuschalten. Das hat mir aber keinen Vorteil gebracht. Vielleicht wollt ihr ja mal ausprobieren, ob man die auch abschießen kann mit einer Pistole von hier unten aus. Also mit einem Seilwerfer hoch und die dann ja eliminieren. Das hat nicht so viel gebracht für mich. Deswegen beschütze ich lieber Henry und werfe ganz viele Rauchbomben. Und wir können auch die Rooks zur Hilfe nehmen. Allerdings stehen die hier ganz am Ende. Und dann ist schon fast alles vorbei. Jo, jetzt haben wir es eigentlich schon geschafft.
Henry rennt nochmal einmal volles Brett gegen das Pferd und... Ich laufe den Gang entlang und es folgt ein Scripting. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde das Gewölbe, ehe Starek sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir haben die purpurne Rache bekommen. Ich werde die jetzt gleich mal suchen und herstellen. Ja, wir werden die Sequenz 7 gleich abschließen. Bleibt dran. Bis dann. I'll be live for work.